Aloha zusammen und ich begrüße euch herzlich zurück zur neunten Episode des My Team Mode. Diese Serie ist ja im Gegensatz zu My GM Mode und zu My Career Mode eher unbeständig, ich würde fast sagen unabhängiger. Daher kommt sie etwas unregelmäßig, aber zu dieser Episode sind wir jetzt alle versammelt. Ich freue mich, wir starten mit einem Pack-Opening. Genauer gesagt, wir öffnen genau ein Pack und zwar das der Lakers. Und ja, ratet mal, wen ich da raus haben wollte. Und zwar Kobe Bryant für die 2. Denn Worthy ist der einzige Spieler, der im Post die Moves besitzt, die ich haben möchte. Ich bräuchte da noch so eine Alternativwaffe. Und dass Bryant im Post einiges kann, ist kein Geheimnis, leider Gottes. Ihr habt es gesehen, wenn ich bekommen habe. Jody Meeks spielt zwar auch auf der 2, ist aber ja nicht ansatzweise so gut. Das heißt, hier umsonst investiert, wie in fast allen Fällen. Ich würde fast sagen, zu 95% kriegt man halt Schrott raus. Wobei ich muss sagen, es ist wesentlich humaner als bei FIFA, also beim Ultimate Team Mode. Da kann man sich ja dumm und dämlich kaufen oder dumm und dämlich Packs öffnen. Man kriegt wirklich, ich würde jetzt mal so aus dem Stegreif sagen, von 30 geöffneten Goldpacks kriegt man vielleicht in einem Pack einen richtigen Kracher raus, aber das ist auch noch nicht mal gegeben bzw. garantiert. Das ist echt frustrierend. Bei 2K ist das, ja, wie gesagt, humaner, aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Wir gehen ins Spiel in dieser Folge. Wir haben in den letzten Matches ein paar Siege eingefahren. Das wollen wir natürlich jetzt weitermachen und unser Gegner macht einfach so weiter, wie die anderen beiden aufgehört haben. Fängt an, Dreier zu werfen. Das ermöglicht natürlich eine unmoralische Zahl an Fast Breaks für mich. Der erste ist direkt gespickt mit einem Alley-oop-Zuspiel auf meinen Small Forward. Also wir starten spektakulär, das mag ich am meisten. Es steht derweil 4 zu 4 bei noch 4 Minuten im ersten Viertel. Worthy kommt dann von der Baseline reingecuttet und oh yeah, das hat richtig gekracht. Der Posterize Signatures geleuchtet auf. Also mit Worthy kann man mal gut und gerne beim My Team Mode so ein Pumpfake einbauen. In den unteren Seats wird immer hochgesprungen, das ist fast lächerlich effektiv, aber ich störe mich daran nicht. Wir führen mittlerweile 9 zu 11, 2 Punkte vor Jerry West mit dem Turnover in der nächsten Szene. Iverson passt auf, dann kommt der passt auf J.R. Smith und der macht da was ganz Böses. Was richtig Böses, was richtig ekelhaft Geiles und vernascht dann alles unterm Korb. Ich möchte die Anzahl der Moves gar nicht aufsagen. Auf jeden Fall, es hat geklingelt. Das ist das Wichtigste. Und was mein Gegner hier in meiner Hälfte des Courts macht, ist ja mehr als fragwürdig. Also, wenn ich diesen Modus kommentiere, da denke ich mir so: Was geht hier ab? Unterdessen versucht er mit James hier den Outlet oder die Außenlinie abzulaufen und fabriziert so ein Turnover. Mayo kann dann ganz komische Spirenzke machen und schließt dann letztendlich ab. 5 Punkte vor. Das zweite Viertel fast zur Hälfte um. Jetzt exakt zur Hälfte um. Noch knapp 3 Minuten. Wir führen nur noch mit 2 Punkten. Iverson findet hier J.R. Smith. Der befördert den Ball in den Post zu Noah. Der wird gedoubled. Das heißt, Smith ist natürlich auf und ich kann abschließen mit einem Dreier. Und so führen wir jetzt mit 6 Punkten, 1 Minute 30 noch zu spielen. Und dann ein verkorkster Alley-oop-Versuch. Aber ich mache das auf der anderen Seite ganz, ganz, ganz anders. Auch wesentlich effektiver Andre Drummond. Wenn der Typ zum Dank ausholt, das ist ja boah, unfassbar, wie das kracht. Extrem robust, kraftvoll, mit extrem viel Power belastet. Auch diese Spannweite, also richtig, richtig geil. Es schmiert halt richtig heftig. Und in der nächsten Szene versucht mein Gegner schon wieder einen Alley-oop-Spielzug, aber das geht wiederum abermals nach hinten los. Und so kann ich den Fast Break fahren. Also die erste Szene war ein Fast Break und ich habe da gesagt, es haben sich so viele Möglichkeiten für Fast Breaks eröffnet. Ich bin euch da in nichts schuldig geblieben, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, denn es gab ja schon einige Punkte über Fast Breaks, einige
viele, das ist ein komisches Sprichwort, aber ihr wisst schon, was ich meine, Smith derweil über die Baseline. Habt ihr gesehen, wie ich in der Animation hängen geblieben bin an der Baseline? Es ist ja so eine Art unsichtbare Wand da und deswegen war das so stockend, aber die Punkte sind ja trotzdem zustande gekommen. Das ist das Wichtigste und dann Worthy im Post, das, was er für mich persönlich in dieser Mannschaft am besten kann, was er am besten verkörpert, und so ist der Erfolg reich. 44,50, 7,9 Sekunden noch im dritten Viertel. Mein Gegner vergibt hier den Freiwurf und Heinrich kann dann einfach, der kann da einfach durchspazieren und dann noch den Buzzerbeater perfekt machen. Ein bisschen Glück gehabt, der kam da mit so viel Tempo rein. Der Ball ist noch fast auf die andere Seite des Ringrandes gerutscht, aber Gott sei Dank hat das Ganze hier funktioniert. Derweil der Tasmanian Devil auf dem Court spielt auf der 5 und markiert hier das erste Mal 2 Punkte. Das Spiel tröpfelte teilweise echt vor sich hin. Hier hatte ich so viel Freiraum, das habe ich total verkorkst mit Curry, der den Post ein paar Face-Up-Drives gemacht hat, aber dann macht er das, was am besten kann von außen. Treffen 3 Punkte für meinen Point Guard, 46,57, also 11 Punkte vor Double-Digit-Lead. Weiter geht's mit James Worthy und eine Isolation zieht dann rein und ja, dann ist da keiner mehr. 1 gegen 1 im Mighty-Mode mit On-Ball-Defendern, das ist echt manchmal ein Geschenk, aber ja, nicht beschweren. Ich möchte mich nicht beschweren, wir machen weiter mit J.R. Smith, beziehungsweise mit James Worthy, denn Smith hat den Ball zu Worthy befördert und der dann mit den beiden Spins und der nächste Dank und die 11-Punkte-Marke, beziehungsweise der 11-Punkte-Abstand blieb dann bis zum Ende und so gewinnen wir ein Spiel der herkömmlichen Sorte, 50-61, der dritte Sieg im dritten Spiel. Also es läuft alles nach Plan. So kann es von mir aus gern weitergehen. Spieler des Spiels wird James Worthy mit 19 Punkten und sonst überhaupt nichts, außer einem Steal. Dafür ist die Wurfquote bei 100%. Sehr geil. Dicht gefolgt wird er übrigens, oder dicht gefockt kommt Kirk Heinrich mit 7 Punkten. Also ihr seht schon, die gesamte Offense lief über meinen Small Forward. Bei meinem Gegner lief die komplette Offense über niemanden. Deswegen hat er halt verloren. So ist es halt. Wir sehen jetzt abschließend die Grafik der Setzliste. Also 3 Spiele, 3 Siege. Wir brauchen noch 4 bis zum Aufstieg. Das ist machbar. 2 Siege noch bis zum Klassenerhalt. Und der Gesamtheit geschuldet, wenn wir jetzt noch 8 Spiele verlieren, steigen wir ab, was ich eigentlich vermeiden möchte und doch sehr fragwürdig wäre, wenn das wirklich passieren würde. Ich glaube, ich würde sofort aufhören, My Team Mode euch zu präsentieren, denn das wäre eine herbe Enttäuschung, muss man einfach so sagen.